Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zurück zu God of War 4. Ich würde sagen, weiter geht's. Kommen wir denn jetzt nicht mehr zurück, dass wir das eine Symbol darunter klatschen können mit der Axt? Damit wir die Truhe öffnen können? Nervt mich gerade ein bisschen. Kommen wir auch nicht durch. Komm, mein Junge, ist alles okay. Denk da nicht drüber nach, schalt es aus. Es wird alles gut. Meine lieben Homies, ich kann euch dieses Spiel echt nur empfehlen. Es ist einfach nur geil. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Da hinten sind auf jeden Fall wieder ein paar Menschen. Machen wir erstmal die Kiste hier auf. So, hier können wir runter. Ah, vielleicht kommen wir jetzt dahin. Wäre auf jeden Fall schön. Hier ist auf jeden Fall nichts. Hier kommen wir noch hoch. Ah, fuck, ey. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr zurück, ey. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr zurück. Wir kommen da nicht mehr hin, meine lieben Homies. Das ist ja scheiße. Ja, egal. Müssen wir drauf verzichten. Worauf wartest du? Komm schon, auf geht's. Ja, wir kommen. Wir werden euch vernichten. Ja, drückt mich doch jetzt ein bisschen auf, ey. Deswegen, wenn ihr jetzt spielt, zockt ganz gemütlich und seht euch immer gut um. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Nur dieses eine Mal, bitte. Na gut, ich werfe in den Baum. Ich wollte nur gut darauf aufpassen. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Rob. Vera Logan. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerten, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Ah,
Digger Bikia, Dumber, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Lasst uns anfangen. Brooke hat ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können sie ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Okay, drücken Sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Ich würde sagen. Du hast ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Sehr schön. Sag's nur, Kleiner. Nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen. Du schon wieder. Okay, kleiner Mann, wir werden auf jeden Fall noch was für dich suchen. Alles klar, also, mein lieben Homies. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt. Ist dahinter noch was für mich? Go! Kaputt machen. Wir müssen auf jeden Fall alle Vasen kaputt machen und alles einsammeln, was ist, damit wir unsere Rüstung verbessern können. Sehr schön. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Deine Beinarbeit. Bist du ein Scheiß? Dankeschön. Ein bisschen das Ziel hier lernen, wa? Ja, damit, ja, damit. Alles einsammeln, was geht, mein lieben Momis. Gut, auf jeden Fall brauchen wir jetzt nur einmal die Axt. Sehr schön. Machen wir gleich. Dieser Weg, führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Nein. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall durchs Tor. Das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal hier kurz gucken. Dann wird hier wahrscheinlich auch nichts sein oder nicht viel sein. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Macht nichts, Junge, ich hab's. Ah, schade, ich hab gedacht, wäre jetzt ein Tor gewesen. Ah, egal. Dann können wir das auf jeden Fall abhaken mit der einen Kiste da. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Bad nennen. Hey, undankbares Bad! Komm hier! Was ist das hier? So, das ist einfach nur die Kette. Uninteressant. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden?
Leiste deinen Teil, oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ja, gerade ist es auf jeden Fall hart zu ihnen, ne? Ich glaube, hier kommen wir durch. Aua. Vielleicht hier durch? Jetzt müssten wir eine Fackel haben. Hier lang. Aber warum ist da was? Wehe, die kriegen wir nicht, ey. Mache ich hier irgendwas falsch, meine lieben Homies, oder geht das jetzt hier weiter? Jawohl. Passiert nichts. Also können wir nicht hier einfach dran springen. Ach, ein Auto. Geht der richtig ab hier? Warte da. Ja, das auf die Schnauze, Leute. Was ist mit Leuten? Was hä? Was passiert hier? Was ist hier passiert? Achso, die Wand ist runtergekommen. Wenn Ihnen ein bestimmter Gegner Schwierigkeiten bereitet, finden Sie im Bestiarium im Codex-Menü Tipps, um ihn zu besiegen. R1, nächster Tipp. Vom Kontrollpunkt neu starten. So. Wir brauchen keinen Tipp. Ich habe gesehen, dass die Wand jetzt runtergekommen ist. Alles klar, dann machen wir die gleich platt ohne die Axt. Kein Thema für uns. Hoffe ich zumindest. So, dann lassen wir die Axt jetzt erstmal hier. Warte da. Wir laden nochmal aus. Warum könnten wir die Axt nicht von hier reinhauen, oder? Ja, brauchen wir gar nicht. Ja, lass sie mal kommen, Sohn.
Yeah. Das macht Spaß. Der ist auch weg. Da hinten ist noch einer. Ich schnapp mal uns auch. Was? Der lebt immer noch? Was ist das Ziel? So. Das war's erstmal hier. Sehr schön. Her mit den Klamotten. So, dann holen wir unsere Axt zurück, würde ich sagen. Ach, da müssen wir hier auch noch drin. Können wir dagegen hauen? Nee, ne? Nicht wirklich. Ja, wir probieren einfach mal aus, ne? Oh Mann, meinen die Mummis. Oh Mann. Also hier kommen wir nicht hoch. Da müssen wir uns jetzt beeilen hier. Reicht. Das reicht. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Das reicht. Das reicht. Verdammt nochmal. Ja, unser Junge hat es auch geschafft. Das ist doch schon mal wunderbar. Ich meine, wir sind einfach nur Killer. Wir haben dieses Spiel drauf. Das ist so, als ob wir es erfunden hätten. Man kann es ja übertreiben. Ja, schön. Macht einfach nur Spaß. So, hier hoch oder da lang? Das ist jetzt die Frage. Wir gucken erstmal hier. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Ah, toll. Wieder so eine Kiste hier. Wieder so eine Kiste hier. Ja, die eine haben wir leider verpasst. Das war sehr enttäuschend. Einen Sinn gehabt. Was hat das für einen Sinn gehabt? Probieren es nochmal aus. So. Jetzt fehlt uns wieder ein Siegel bis zum Sieg. Ach, guck mal da, meine Mummis. Jawohl, ja. Sehr schön. Sehr schön. Schnappen wir uns hier noch die Kiste. Wunderbar. Herrlich. Haben wir am wenigsten eine Kiste mehr wieder. Oder ein Symbol, was wir jetzt bekommen. Das ist ja schon mal schön. Okay. Hier lang. Würde ich sagen, weiter geht's, weil hier brauchen wir ihn immerhin, ne? Warum ist das Schild da eigentlich so hell auf dem Boden? Okay, okay, schauen wir nochmal in unser Inventar hier. Was ist das? Okay. Wildschweinhaut, Schulterschutz, okay. Da können wir jetzt nichts mit anfangen.
Ja, man muss hier erstmal so reinarbeiten hier. Das ist ja schon klar. Okay, meine lieben Homies, würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.